Flüchtlinge, immer mehr Flüchtlinge in Eisenhüttenstadt. Eisenhüttenstadt nahe der polnischen Grenze ist für hunderte Flüchtlinge der erste Anlaufpunkt in Brandenburg. Viele müssen zunächst in Zelten leben. Der Flüchtlingsstrom nach Eisenhüttenstadt oder Spree reißt nicht ab. Täglich kommen neue Zuwanderer in die zentrale Erstaufnahmestelle des Landes Brandenburg. Heute wollen sich die Abgeordneten mit dem Thema befassen. Zunächst wolle die Stadtverwaltung über die aktuelle Lage berichten. Die Stadt hat etwa ein Bürgertelefon eingerichtet. Erwartet werden ein Vertreter des Brandenburger Innenministeriums und der Leiter der Erstaufnahmestelle, Frank Nürnberger. Mehr als 2000 Asylbewerber leben derzeit in Eisenhüttenstadt. Wegen der steigenden Flüchtlingszahlen muss Stehe die Anlaufstelle auf ihrem Gelände Mitte Juli eine Zeltstadt errichten. Die Flüchtlinge in den mehr als 30 Zelten werden von einer Firma versorgt. Weil der Platz nicht reichte, entstand auf einem Gelände außerhalb eine zweite Zeltstadt, betreut vom Deutschen Roten Kreuz, DRK. Sie hat nach DRK-Angaben 500 Plätze, von denen derzeit etwa 50 belegt sind. Die oppositionelle CDU in Brandenburg hat die Unterbringung von Flüchtlingen in Zeltstädten kritisiert. Diese seien ein Armutszeugnis, sagte die sozialpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, Roswitha Schier. Aufgrund der aktuellen Entwicklung werde das Land wesentlich mehr Flüchtlinge aufnehmen müssen als die bisher avisierten rund 14.000.